Muss den Timer mal einstellen. Sekundenzahl reicht nicht. So. Vorsichtig mit dem Sofa. So. Jetzt wird das alles seitlich. So, da kann man mich vorher nicht, kann man mich vorher nichts sehen. Und Tisch hier, das ist auch kacke. So. Genau deswegen habe ich noch nicht gesaugt, weil hier mal diese Packscheiße ist. Ja, wir haben erstmal eine Rechnung über 83,70 €. Und ich habe immer, ist den Leuten eigentlich mal aufgefallen, dass ich immer die richtigen Klamotten habe, wenn ich ein Video mache. Das ist übrigens Y-Food. Habe ich mir auf Klamotten getroffen bei meinem Video. Nicht gemerkt. So. Gucken wir mal, was wir haben. Und zwar haben wir hier. Ich habe nur das Gefühl, da fehlt einer. Da waren nochmal 5 drin. Also, wir haben hier erstmal. Haselnuss-Croissants. Wir haben hier Haselnuss-Croissants. Geht ja gut los. So, wollen wir wie gesagt noch nicht zu weit gucken. Hier haben wir einmal. Oh, das ist aber viel. Und zwar Landkräcker. Ja, Salzkräcker von Lorenz. Ist das eigentlich dasselbe wie. Wie ist das eigentlich dasselbe wie. Kuckkräcker? Gesalz? Jetzt ärgert es mich gerade ein bisschen, dass ich gerade gegessen habe. Aber naja. Mal schauen, was wir als nächstes haben. Hier sehe ich noch Dosen draus. Hier sehe ich auch was Geiles. Das sind einmal 1300 Gramm Edelsalami. Ah ja. Die durch die Packung. Ja, die riecht man durch die Packung. Einmal Edelsalami 1,3 Kilo bitte. Mit einem Preis von. Mit einem Preis von. Keine Ahnung. Finde ich auch zündlich. So, wollen wir mal weitermachen. Wir haben. Ballisto, Joperi, Go Fruits Boys. Niederlande, ne? Niederlande, ne? Wenn man so für 89 Euro kriegt, das ist ein Thema. So, hier haben wir. Merci, feines Selection. Ja. Oh ja, nicht immer ins Video quasi. So. Das kann dann schon mal hier rüber. Das ist nicht für mich. Dann haben wir hier. Fedora, Helle Kreation. Feine Konfiserie-Parallelis. Auch nicht für mich. Die kosten normalerweise 10 Euro. Ja. Das kostet mal 10 Euro und wir haben bezahlt, das war ich auf dem ersten Zettel, glaube ich. Wenn er kurz kommt. Oh, jetzt krieg ich wieder Zettelgriffe, ey. Nervig. Ich füll doch hier einen Zettel. Ich füll doch einen Zettel, ich hatte doch noch rein da. Ich weiß jetzt, ich kann alles wegschmeißen. Den muss ich mal in noch kurz was sagen. Sie können mir, Sie haben den Zettel gesehen. Helle Kreation, 2,99 € anstatt 9,99 €. Oh, kann man mit leben, ne? Fangen wir mal weiter hier rein. Was haben wir denn da? Hier haben wir einmal geröstet und gesalzte Todeskerne. Genau deswegen habe ich noch nicht gesaugt, weil diese Scheiße da immer drin ist. Das ist nämlich immer die Sauerei. So, hier haben wir einmal. KitKat Chunky Popcorn. Oh, super. Ja, Salted Caramel. Ja, warum nicht? Ist irgendwie so alles so einseitig heute mit der Hand. Naja, ist egal. Machen wir das heute mal einhändig. Ich habe hier einmal Hasenthaler Schinkenfleischwurst in einem Ring mit 450. Oh, das ist mit 250 angenehm. Das kann dann mal direkt in den Kühlschrank gleich. Der jute Schinkenfleischwurst, das ist der jute, brauchst du was für den Magen.
Ja, wir haben einmal Buko Pikante Kröte. Das war jetzt auch für mich. Nee, einhändig ist wirklich schwer. Das wird so nichts. Frischkäse zubereiten. Kommt auch gleich direkt in den Kühlschrank. Das ist irgendwie ein bisschen unhandlich. So. Nehmen wir mal hier durch. Ah, hier haben wir Heißbi Blue Cool. Schmeckt nach Erdbeer, sieht gar nichts aus, ist aber ziemlich lecker. Aber auch nur kalt. Außerdem ist der Fernseher schon wieder so laut. Ihr hört die Geschichte, TV hier. Wo ist überhaupt die Fernbedienung? Das ist immer dasselbe in dem Laden. Lass die Fernbedienung weg. Scheißegal jetzt hier. Das werdet ihr gar nicht finden. Tütchen. Da haben wir hier Dark Chocolate, Creamy Caramel und Remy Martin. Cognac. Warum nicht? Was machen sie alles für den Scheiß bestellen, ne? Gucken wir hier mal was aus. Oh, jetzt haben wir noch Pülkes. Was haben wir denn da? Ah, die wollte ich auch haben. Boah, jetzt mal im Ernst, wo ist die Kack-Fernbedienung, ey? Ich verstehe allein das Wort ja nicht mehr. Meine Güte. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe ja schon mal einen geholt gehabt. Und zwar Erdbeer. Und die haben sie jetzt auf 1,29 runtergesetzt, die Lollidrops. Ist halt gut für... So, das Ding. Haben wir Orange, was war es? Kirsche, oder? Ja, Kirsche. Kirsche war es. Weil Orange und Kirsche hatten wir noch nicht. Leck mich mal. So, jetzt müssen wir auch gucken. Wir haben ein Säckchen. Und zwar Jakobs Cappuccino mit Milka. Nochmal schön im Tütchen verpackt. Finde ich ganz gut, weil manche Sachen, da bröselt es dann doch mal oder rieselt auch mal raus. Weiß gar nicht, wo das war. Ja, irgendwas im Zahn. Da ist es. Bordelais. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Bei Bird News war es, glaube ich. Da war dieser, diese ganz dünne, dieser Kartoffelsalat in so einer ganz dünnen Packung. Und der ist aufgegangen und der hatte sich so in der halben Kiste verteilt. Da hätte ich so, hier haben wir jetzt was ganz Feines. Delikatesse Leberwurst. Feine Leberwurst, 200 Gramm mal, ne? Leberwurst von Hasenthaler. Kühlschrank. So, dann haben wir hier. Oh, Tuckrecker, die wollte ich haben. Bacon. Da isst du wahrscheinlich auch nur drei und dann bist du es durch leid. Aber das macht ja nichts, ne? So. So, weiter hier. Oh, hier kommen Tüten. Oh, hier kommen viele Tüten. Was haben wir denn da? Ach ja, Double Dip. Muss man haben, weil ich weiß mit der Hand nichts anzufangen hier. Kennt man ja diese Stäbchen mit dem Brausepulver, das gibt es jetzt auch als Kaubonbon. Weingummi, Kaubonbon. Was in der Richtung. Alter, jetzt 15 Nummer, genau. Rainbow Sauer. Ja, Pico Ballas mit Sauerpulver. So, Alter, wie kriegst du denn hier? Milka Peanut Karamell. Ist Milka Schokolade mit Erdnussstücken und Karamell oben. Ich habe keine Lust mehr. Was haben wir jetzt hier? Ich habe hier eine größere Kiste. Was ist das jetzt? Ah, guck mal. Schotto. 10 Packungen, je 2 Stangen. Wie soll man das jetzt hier aufreißen? Das sind ja Displays, ne? Das sind ja immer Displays. Hier aufreißen. So. Und dann kannst du normalerweise in irgendeine Richtung. Oh, Mann! Kannst du das normalerweise in eine Richtung oder? Schotto! Oh ja, und nicht immer ins Video quatschen. Das halt immer ausschneiden, mache ich trotzdem nicht. Jedenfalls sind das diese. Ja, ist es halt ein Display Giotto. Was mache ich mit dem Display Giotto? Ich habe doch einen am Beifel. Das ist wie mit dem Display Salami, weißt du? Das sind alles so Sachen. Aber er redet hier von Brauchen. Er redet von Brauchen. Haben, darum geht's ja. Wenn man mal ein Giotto-Display guckt, aber naja. So, weiter ein Text. Hier haben wir. Was ist das? Heiße Schokoladegetränk. Weiß. Sehr einfallsreich. 6 Stück. Ist nicht viel. 6 Stück ist nicht viel. Aber naja.
einfach mal weiter nach unten. Oh, was ist denn für ein Stack denn hier? Ich kann ja alle schon mal zusammenpacken, jetzt schon sehen. Hier haben wir einmal Mikrowellen-Popcorn. Ja, und zwar das Mikrowellen-Popcorn in süß. Da kostet hier die Packung allerdings im Angebot. Ja. Kostet hier die Packung im Angebot, ich glaube, 29 Cent. 5 Stück. Es ist wie mit dem, ich habe auch dieses Kaffeezeug bestellt. Das war auch so günstig. Und da hast du dann auch so eine Menge wie 3 oder 5 begrenzt. Mehr geht da nicht. Ist egal, wir haben noch ein Display-Giotto. Okay, hier sehe ich Kaffee. Löslicher Kaffee 3 in 1. Das heißt Kaffee, Milch und Zucker. Und ich sehe Kaffee, Milch und Zucker. Und ich sehe Kaffee, Milch und Zucker. Und dann haben wir Kaffee, Milch und Zucker. Dann trink doch mal, weil anstatt dass du mir ewig hier in die Videos hustest. Dann haben wir hier, oh, es hat es geschafft in meinem Paket. Letzter Mal nicht, diesmal schon. Das Mini-Nutella-Glas. Damit kriegst du so ungefähr eine Brotscheibe bedeckt, wenn du Glück hast. Machst du noch Margarine drunter und unterstützt das ein bisschen. Ist auch aus Glas. Ne? Ist kein Plastik. Ist schon schön. Kann man nämlich noch für andere, andere Dinge verwenden. Ein ganz großes Nutella-Glas. So, dann haben wir jetzt noch. Ah ja, das wollte ich auch haben. Cookie Sensations. Weil du hast außen Schokolade und innen hast du so einen Schokoladenkern, so ganz dünn. Wenn du die. Mein Gott! Die Sache ist, hier sind glaube ich 4 Kekse oder so. Und wenn überhaupt, ich glaube 4 Stück. Nur ist die Sache, dass du die 30 Sekunden in der Mikro tust und hast halt diesen Schokokern. Das in der Mitte, das ist geschmolzen, der Keks außen ist so leicht warm, das ist echt geil. Da kannst du aber nicht oft essen, da fliegen die Zähne von außen. Also wenn man sich umdreht und hustet, ist es nicht leiser. Ja, aber ganz im Ernst, wenn man sich umdreht und hustet, ist das nicht gerade leiser. Nächste, dann haben wir hier noch das Süße. Da ist es. Ja, die süßen Mäuse. Wir haben es gleich, ehrlich. Dann haben wir hier noch wieder so ein. Ist das dasselbe Papppaket wie gerade, oder? Was ist es? Ist das hier. Ja, doch, ist dieselbe Firma. Ja. Einmal weiß und einmal haselnuss. Das sieht man gar nicht, ne? Einmal weiß, einmal haselnuss. So. Kommt alles aus dem Karton, wird dann so alles weggepackt und das kriegst du dann in den Mund. So, dann haben wir hier noch, ist das länglich hier? Was ist das länglich hier jetzt? Worcestersoße? Worcestersoße, ja, Worcestersoße. So heißt die, glaube ich, ich habe keinen Dunst. Aussprechen ist, finde ich, gar nichts hier. So, haben wir noch so ein längliches Ding. Das ist auch gleich rausgefallen, ich weiß nicht, was das ist. Dann haben wir einmal die Nick, Siegse bei der Hickory Smoked Sauce. Ja, das ist auch eine Barbecue-Soße mit Hickory-Aroma, glaube ich. Ne? Jetzt haben wir hier noch, hier sind noch 3 große Dosen. Das ist gut eingepackt. Geht jetzt hier irgendwie rausgedrückt oder irgendwas? Vorsichtig. Vorsichtig. Hier haben wir einmal Metzgermeier Kartoffelsuppe, 1,2 Kilogramm. 1160, gut, ist mit 1,2 angegeben. Das ist so typisch, wenn du jetzt mal irgendwie hast keinen Bock zu kochen und denkst dir, so eine 800 Gramm Dose ist ja meist okay, aber ist ja meist so, wenn du mit 2 oder 3 Leuten da sitzt und isst was, sind wir mal ehrlich, da reicht so eine 800 Gramm nicht. Hast du wieder Hunger. Haben wir noch eine Dose. Das schön fest haben, sonst das hier nicht wegrutscht. So, hier haben wir dann einmal Metzgermeiers Erbseneintopf in grün. Wie man sagt, ist dasselbe nur in grün. Jetzt haben wir hier noch eine Dose. Haben wir es aber auch hier. Ne? Vorsicht. Hier haben wir dann einmal eine angedellte, das ist natürlich super. Metzgermeiers mexikanischer Bohneneintopf, du kleine Sau. Das funktioniert aber hier nicht richtig. Die ist angedellt, da geht nichts. So, was das? Andi, was das? Ach nee, deine Ecke ist noch was. Und zwar Kinderriegel. 22.08.2023. Bis dahin ist das weg. Hier drücken.
nicht, wie man das hier aufklappt. Willst du jetzt die kaputt machen? Ja, eigentlich muss er so und dann nach hinten aufziehen. Geht aber nicht. Ja, weil man da aufzieht. Blöd, Mann. Ja. Und dann klappt man das so hoch und dann klappt man das nämlich mit der Lasche. Ich kenne das noch. Ich weiß das irgendwie von früher, weil ich habe mal beim Plus habe ich mal gearbeitet. Gibt es gar nicht mehr den Plus, glaube ich. Ne? Da musste ich immer ganz oft ins Lager und musste gerade Kinderriegel, Duplos und so immer diese Displays aufklappen und dann an die Kasse stellen. Deswegen weiß ich noch, wie die zusammengingen. So, dann sind wir erstmal durch. Heißt, einräumen. Einräumen, aufräumen, abräumen, Arschlecken. Und Schluss Zitronentee. Ich brauche Zitronentee. Ah, so eine Scheiße, jetzt schon sehen das Elend. Ich könnte ja jetzt schon kotzen, ne? So ein alter Dreck, ich wichse im Keller. So ein Mies. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.